Was steht denn in meinem Kalender? Hi! Hallo! Schön, dass du da bist. Schön, dich mal persönlich kennenzulernen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich jetzt auch für die Einladung hier zu massieren nach Berlin. Ja. Mein Nacken, der ist schon bereit für eine Massage. Ja dann, du musst vorauslaufen. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Komm mal mit. Ich habe mir gedacht, hier haben wir Platz. Genau. Du sei mal so lieb und zieh mal deinen Schmuck aus, so viel wie möglich. Das vergesse ich immer. Jedes Mal, wenn ich massiert werde, liege ich schon da und dann, ach ja, die Ketten, ach ja, die Ringe. Genau. Jetzt bin ich bereit. Sitzhöhe habe ich schon eingestellt und jetzt kommt der Rest. Aber jetzt hätte ich doch vorher noch mal eine Frage. Ja. Mich interessiert jetzt einfach, also sehe ich das richtig, ihr arbeitet hier und ihr lebt hier? Ja. Und aber ihr habt doch mehrere Mitarbeiter, wie machen die das? Die arbeiten von zu Hause aus. Also die Firma ist hier gemeldet, das Vorderhaus, wo wir jetzt auch gerade waren, das ist so das Büro, Arbeitsbereich und hier hinten, hier leben wir dann. Und wir hatten auch mal in Düsseldorf damals ein richtiges Büro, wo die Mitarbeiter dann auch hingegangen sind. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht das, wie ich leben will. Also so tagtäglich so ins Büro fahren, aufschließen, hallo liebe Mitarbeiter, hat sich irgendwie nicht so angefühlt wie etwas, was ich jetzt jahrelang weitermachen will. Mhm. Und die Mitarbeiter sind ganz zufrieden, weil die arbeiten nämlich alle von zu Hause aus. Oder Omid, den kennst du ja auch, ja, im Wohnwagen aus. Und immer mal wieder, einmal im Quartal, kommen wir alle hier in Berlin zusammen, weil es nämlich auch wichtig ist, dass wir uns natürlich auch zwischendurch mal sehen. Mhm, und machen dann eine Teambuilding-Woche. Und ja, jederzeit zwischendurch, wenn mal jemand in Berlin ist, kommen sie uns natürlich auch hier besuchen. Ja. Okay, gut. Also ich bin ja über den Omid zu euch jetzt gekommen. Ich weiß nicht mal ganz genau, was ihr macht. Hat er nicht erzählt? Doch, ihr unterstützt Coaches dabei in ihrer Selbstständigkeit mit einem Online-Programm. Aber so in die Tiefen sind wir überhaupt nicht gegangen. Ja, also im Prinzip unterstützen wir Menschen, die wirklich von null auf noch gar keine Ahnung haben von Selbstständigkeit und all die Sachen, die damit dazugehören. Die meisten unserer Kunden, die sind noch angestellt und die haben irgendwie schon so eine Idee von, ich will mich selbstständig machen. Ich habe vielleicht auch schon eine Idee, in welche Richtung es gehen soll, aber weiß nicht so richtig, was ist mein Thema? Wer ist meine Zielgruppe? Was ist der erste Schritt? Gehe ich jetzt als erstes zum Finanzamt oder was mache ich überhaupt als erstes? Und die holen wir ab, wirklich von null an, sich selbstständig zu machen im Bereich Coaching, Beratung und Dienstleistung. Mhm. Also wir unterstützen jetzt nicht Leute dabei, die Babystrampler verkaufen wollen. Okay. Produkte machen wir nicht, sondern wirklich Coaching, Beratung, Dienstleistung, so wie du ja auch jetzt eine Dienstleistung machst mit Massagen zum Beispiel. Online-Kurse, all solche Sachen. Und die unterstützen wir von null an, das Ganze aufzubauen. Okay. Und das machen wir online mit der Coaching Business Academy, sodass wir eben auch Leute von überall aus betreuen können und haben auch so ein paar Offline-Konzepte mit drin, aber überwiegend ist das Ganze dann online und von der Themenfindung übers Verkaufen, wie gewinne ich Kunden, auch mit einem guten Gefühl Kunden und verdiene Geld und habe wirklich so ein zweites Standbein vielleicht auch erstmal nebenberuflich mir aufgebaut, was dann zum ersten Standbein werden kann, wenn das etwas ist, was man möchte. Mhm. Okay, gut, jetzt habe ich ein Riesenbild und ich wäre froh gewesen, ich hätte damals so jemand gehabt, wo ich mich das erste Mal mit der Massage selbstständig gemacht habe. Ja, das glaube ich. Ja, also das ist wirklich. Ja. So, und jetzt darf ich dich verwöhnen. Ja, ich freue mich drauf. Genau. Ja. Du lehnst dich jetzt mal aufrecht hier an. Ja. Genau, und der Kopf geht jetzt hier rein. Okay. Ja, und du sagst mir, ob du mit dem Kopf jetzt bequem liegst. Oder lieber tiefer. So? Ach so, ist gut, ja. Und ansonsten, wenn was unbequem wird, meldest dich sowieso. Das ist eine echt ungewohnte Position. Ich sitze das erste Mal in so einem Stuhl. So, und die Arme einfach mal liegen lassen. Ja, richtig schön reinhängen. Genau, die werden eh noch länger. Gibt es denn eine medizinische Einschränkung, auf die ich zu achten habe? Also ich habe unterer Rücken, hatte ich eine Zeit lang Probleme mit Lendenwirbelsäule, aber ist eigentlich jetzt nicht mehr. Aber jetzt nicht, dass ein Arzt gesagt hat, Massage ist nichts. Nee. Also ich merke, dass du hier fest bist. Ja. Rechts noch stärker als links.
Jetzt schauen wir mal, was passiert. Und du meldest dich bitte, wenn irgendwas zu viel ist, zu fest, gell? Mhm. Wenn was wehtun sollte. Einmal tief durchatmen. Und einmal tief durchatmen. Oh, ich merke das jetzt schon. Das ist gut. Und nochmal tief durchatmen. Und tief durchatmen. Tut dir das weh hier? Nee, ist gut. Und tief durchatmen. Darf ich den Arm gerade mal fallen lassen? Mhm. Ja, genau so.
Und tief durchatmen. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Spürst du den Unterschied zwischen rechts und links? Mhm, auf jeden Fall. Ich musste auch gerade bei den Fingern daran denken, na, wie viel unsere Hände und Finger und Muskeln für uns tun, ja. Immer am Arbeiten, immer am Tun. Genau. Und wie wertvoll und wohltuend das ist. Und tief durchatmen. Mal Danke zu sagen zu den Fingern. Mal Aufmerksamkeit zu schenken, zu entspannen. Tief durchatmen.
durch. Ja. Und tief durchatmen. Lässt den Kopf bitte liegen. Mhm. Oh, Nacken. Oh. Darf ich durch deine Haare? Mhm. Gerne. Tief durchatmen. Und tief durchatmen.
Nochmal tief durchatmen. Du darfst ankommen. Sieht aus, wenn du nicht grad nicht willst. Oh, Dankeschön. Gerne. Oh, sehe ich entspannt aus. Oh, wie neugeboren. Oh. Schön. Alles ist noch so ein bisschen flauschig um mich herum. Hast du Zeit? Du darfst sie dir ja jetzt nehmen. Ja. Ja, ganz wichtig. Wer arbeitet, muss auch Pause machen. Egal, ob selbstständig oder nicht. Genau. Oh, schön. Das hat gut getan. Ich habe gestern noch gedacht, wie gut das morgen eine Massage ist. Ja. Schön. Und du hast gerade erzählt, du hast auch einen Online-Kurs. Ja, die Massage habe ich früher als Offline-Kurs gegeben. Ja. Und durch das, dass ich ja dann ins Wohnmobil gezogen bin, habe ich das dann online gemacht. Und ja, der ist jetzt einfach zu lernen, zu kaufen und zu lernen. Ja. Mega, dann bist du ja genau unser perfekter Kunde, nur schon ein paar Schritte weiter. Genau, also drum wäre es ja geschickt gewesen, ich hätte euch zu Anfang, wo ich das gemacht habe, euch gehabt vor 10 Jahren. Dann hättest du dir einige Sachen ersparen können und einige Abkürzungen nehmen können. Genau, ja. Ja. Okay, das heißt, wenn man das jetzt lernen möchte, auch so eine Massage zu geben, dann kann man einfach, unten ist wahrscheinlich der Link in deiner Beschreibung, draufklicken und lernen. Link kommt in die Beschreibung unten. Cool, mega. Ja, also tolle Fähigkeit, wenn man das kann. Super. Danke. Und es ist zu lernen. Ja. Ja, ja, und an alle die, die sich selbstständig machen möchten, die Abkürzung nehmen wollen, neugierig sind, vielleicht sich noch nicht ganz sicher sind, mal schnuppern möchten, wäre das denn was für mich? Wie sieht denn so eine Selbstständigkeit aus? Was sind denn die Schritte in die Selbstständigkeit? Wie gewinne ich denn meine allerersten Kunden? Da seid ihr herzlich eingeladen, in meinen Zoom-Workshop zu kommen. Link tust du auch in die Beschreibung wahrscheinlich rein. Gerne. Und einfach mal reinzuschnuppern und zu gucken. Da teile ich die 7 Schritte mit dir, von der Themenfindung bis zu den ersten zahlenden Kunden als Coach, Beraterin oder Dienstleisterin. Und würde mich natürlich riesig freuen, wenn hier einige deiner Zuschauer mit dabei sind und die vielleicht dann auch kennenlernen. Ja, also ich werde auf jeden Fall mit dabei sein. Ja, ich freue mich drauf. Doch, das will ich auf jeden Fall. Im Workshop. Cool. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Klasse. Also, wenn ihr Beate im Workshop sehen wollt bei mir, meldet euch an. Unten in der Infobox findet ihr den Link. So als Outtakes. Genau. Wir setzen die Massage noch. Ist mein Handy zwischen euren Sofaritzen durchgerutscht. Finden wir wieder. Wir setzen die Massage noch ein bisschen fort. Ja, genau. Toll. Und das die Geheimtechniken, die man nur lernt, wenn man dann die Online-Ausbildung wo man das macht, bei Beate. Ja. Was einfach ganz wenig schon für eine Riesenwirkung haben kann, wenn man weiß, an welchen Stellen man ansetzt. Mhm. Und das gilt jetzt für Massage und für Selbstständigkeit. Ich muss die ganze Zeit an die Verbindung denken. Ja? Hä? Ich habe es da hinter das Sofa. Wir haben es ja auch beide gehört, gell? Was ist das? Mein Handy. Klingelt mal, lasst mal anklingeln.